Hallöchen! Herzlich willkommen bei einem neuen Sonntags mit Lillis. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einen schönen Sonnenuntergangshintergrund malen könnt. Und das mit nur ein paar Brushpens und schwarzer Farbe. Ihr könnt dafür Brushpens benutzen, ihr könnt dafür auch andere wasserbasierte Stifte nutzen oder halt auch Aquarellfarben. Wir brauchen dafür gar nicht viel, wir brauchen dafür Aquarellpapier. Beziehungsweise Papier, worauf man noch weiter mit Wasser arbeiten kann. Also würde sich Aquarell- oder Mixed-Media-Papier auf jeden Fall gut eignen. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Pinsel, wir brauchen Farben, ein Washi-Tape, einen guten festen Untergrund, wo ihr euer Bild oder das Papier festkleben könnt, damit ihr einen sauberen Rand bekommt. Ganz euch überlassen, wie ihr das stilistisch gerne umsetzen möchtet. Ich werde es auf jeden Fall auf einem Klemmbrett befestigen. Da werde ich einfach ein kleinformatiges, zugeschnittenes Blatt draufkleben mit Washi-Tape. Die ganzen Materialien beiseite räumen, die wir gerade nicht brauchen. Und da habe ich mich für etwas Kleinformatiges entschieden. Wenn ihr das erste Mal macht, würde ich euch das auch empfehlen, da es doch nicht ganz so einfach ist, auf viel Fläche so Farbe gleichmäßig zu verteilen. Wie gesagt, wir kleben das jetzt hier mal fest. Ich werde das auch im Hochkantformat machen. Hier werde ich das jetzt gar nicht vorwässern. Ich male mit den Brushpens. Wie gesagt, ihr könnt auch andere wasserbasierte Stifte nutzen. Direkt auf das Papier. Ich schräg mir das mal so ein bisschen an. Fange oben mit einer dunklen Farbe an. Da könnt ihr ruhig grob auftragen und werde dann nach unten mit dem Blau etwas heller. Es muss jetzt auch nicht sauber aufgetragen sein. Blau. Dann lasse ich hier ein kleines Lückchen frei und dann kommt schon das Sonnengelb. Ich sage euch jetzt bewusst nicht die Farben, die ich benutze, damit das könnt ihr selber für euch entscheiden. Und ganz zum unten das Rot. Unten lasse ich dann noch ein bisschen frei, weil da wird es ja dann ein bisschen dunkler, beziehungsweise vermalen wir das Ganze ja dann mit Schwarz. Ich würde euch empfehlen, einen großen flachen Pinsel zu nehmen. Ich habe jetzt hier einen in der Größe 11. Wir werden das jetzt von oben nach unten erstmal bis zum Blau. Nehmt ruhig großzügig Wasser auf. Und dann vermischen wir quasi die Blautöne nach unten. Nehmt ruhig nochmal Wasser nach. Dann wascht den Pinsel aus, dann nehmt ihr nochmal Wasser auf und dann fangen wir von unten an und gehen jetzt nach oben. Und jetzt vermischt sich quasi das Blau mit dem Gelb. Und das mache ich jetzt aber auch nicht zu doll, denn Blau und Gelb ergibt Grün und ich möchte hier jetzt keinen richtig grünen Streifen haben. Aber ein bisschen kann sich es ruhig vermischen. Das vermischt sich da auch im Horizont. Mir ist das jetzt hier auch noch ein bisschen zu dunkel. Da mache ich jetzt meinen Pinsel sauber und trocken und gehe dann hier mit dem trockenen Pinsel drüber und streiche das auch immer wieder ab. Denn das Bild ist ja auch noch feucht und nehme quasi da Farbe runter. Wenn euch das noch zu streifig ist, macht den Pinsel noch mal ein bisschen feucht und geht noch mal drüber. Ansonsten kann ich euch sagen, ein Horizont, der ist auch nicht perfekt, aber sieht meistens schön aus. Falls euch die Farben allgemein ein bisschen zu dunkel sind, ihr könnt hier gerne noch mal drüber gehen. Ja, zu dunkel, zu hell sind, dann geht ihr da gerne noch mal drüber. Hier unten mit dem Rot, da möchte ich auch gerne noch ein bisschen kräftiger. Dann geht ihr da auch nochmal drüber.
Ich nehme jetzt einen Föhn zur Hand, damit das schneller geht. Keine Sorge, ich werde den Ton ausmachen. Das Papier, das ist jetzt trocken. Das zieht sich jetzt hier auch ein bisschen hoch. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so stark gewellt. Wenn das jetzt hier trocken ist, gehen wir auch schon direkt mit dem Schwarz ran. Und da werde ich meine Aquarellfarbe nehmen. Da nehme ich jetzt einen kleineren Pinsel. Ich habe hier einen in der Größe 6. Und gehe hier auch wirklich großzügig mit dem Schwarz ran. Das soll ja alles schön deckend sein. Nach vorne. Mach das auch erstmal grob, damit ich weiß ungefähr, wie hoch ungefähr das sein soll. Ihr könnt zum Beispiel auch im Hintergrund ein bisschen die Farbe verwässern, dass das nicht ganz schwarz ist. Dafür könnt ihr euch ein bisschen dann aus dem Farbkasten rausnehmen, ein bisschen mit Wasser verdünnen. Und wir bleiben jetzt mal wie bei meiner Vorlage bei einem Tannenmotiv. Da muss ich einen kleineren Pinsel nehmen. Da habe ich jetzt einen in der Größe 0. Da könnt ihr Hintergrund und für den Vordergrund nehme ich dann wieder aus dem Kasten, dass es wirklich deckend ist. Das müssen keine geraden Striche sein. Auch die Natur ist nicht perfekt. Hier, die hellen sind ja quasi für den Hintergrund. Das sollte aber auch trocken sein, sonst verläuft die Farbe. Da quasi ein kleines Wäldchen. Das ist eigentlich schon fertig. Ihr könnt aber auch gerne mit einem weißen Stift ganz hier oben kleine Sternchen noch hinzeichnen, weil manchmal sieht man da ja schon welche. Aber auch gar nicht so viele. Deswegen sprenkle ich da jetzt auch gar nichts. Weil, wie gesagt, man sieht dann, wenn, dann meistens immer nur vereinzelt. Dann können wir auch schon das Washi-Tape an den Seiten abnehmen. Und dann ist das Bild auch schon fertig. Das könnte man zum Beispiel auch jetzt noch als Kartenmotiv nehmen. Man kann hier unten oder ja auch oben noch was reinblättern. Und man kann das als Postkartenmotiv nehmen oder halt einfach schöne Bilder verschenken. Denn ich finde, es ist eine einfache Möglichkeit, mit wenig Mitteln etwas wirklich Ausdrucksstarkes zu kreieren. Und ich mag das total gerne. Ihr könnt in den Vordergrund nicht nur Bäume oder auch Tannen, man kann auch Berge dort noch hinmachen. Oder ihr könnt kleine Häuschen oder was kleines Städtisches. Man könnte jetzt hier noch ein kleines Reh oder einen Hirsch oder irgendwas noch reinzaubern. Da kann man sich wirklich komplett auslassen. Und das mag ich wirklich bei dieser Technik. Das geht natürlich auch in anderen Stadien des Sonnenuntergangs, beziehungsweise kann man das genauso gut mit einem Nachthimmel machen, ne? Der, wenn man in der Natur draußen ist und es kein Licht irgendwo gibt, kann man den natürlich richtig schön dunkel mit Lila und Blau und verschiedenen Tönen dann auch einen richtig schönen Sternhimmel machen. Und da kann man genauso solche Vordergründe davor setzen mit Bäumen oder Tieren oder Häusern oder was auch immer euch da einfällt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch inspirieren konnte und ihr das in den sozialen Medien teilen wollt.
dann benutzt doch gerne den Hashtag Sonntags mit Lillis. Und hier auf YouTube würde ich mich auch über einen Daumen freuen und über ein Abo freuen. Und damit bereitet ihr mir ganz, ganz große Freude. In den Kommentaren werde ich euch nochmal die ganzen Materialien und auch die Farbnummern auflisten, wenn ihr gerne die gleichen benutzen wollt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt es. Bleibt kreativ. Tschüss.